Also was machen wir erst die Ausgrabungsstätte? Lass uns alleine, ja? Los, Männer, ran an die Schaufeln. Wenn wir es heute nicht schaffen, haben wir gegen diese Räuber keine Chance mehr. Ihr dort, sagt, was ihr wollt, aber bewegt wenig von der Stelle. Ich möchte nicht erst die Jungs auf mich hetzen müssen. Zwingler und Zorn, wir sind nur auf der Durchreise und haben keine bösen Absichten. Ihr schätzt nichts weiter als miese Grabhäuser. Es wäre besser, ihr legt eure Waffen nieder. Ganz ruhig, wir wollen euch nichts tun. Habt ihr viel Ärger gehabt? Was passiert, wenn ich sie als Grabräuber beschimpfe? Nein, machen wir nicht. Sagen wir erstmal ganz diplomatisch, wir wollen euch nichts tun. Haben wir, ja, und jede Menge davon. Es geht kaum ein Abend vorbei, an dem wir nicht jemanden an die Nacht verlieren. Ich kann euch sagen, wenn wir nur ein paar Momente hintereinander graben könnten, ohne unterbrochen zu werden. Sagt mal, ihr seid nicht zufällig bereit, seinen kleinen Dienst zu erweisen. Es gibt wesentlich Schlimmeres, als für den alten Karlsten Nipp zu arbeiten. Ich wüsste gern, was genau wir bewachen sollen. Was tut ihr hier? Sieht nach einer Räuberei in einer baufälligen Gruft aus. Ich bin nicht daran interessiert, euch einen Gefallen zu tun. Doch wenn der Preis stimmt, könnte ich vielleicht meine Meinung ändern. Sagen wir erstmal das mit der Grabräuberei. Das stimmt teils, obwohl es kein Grab ist, sondern eine altertümliche Siedlung. Hierbei handelt es sich um die letzten Überreste einer primitiven Rasse, die schon lange ausgerottet ist. Wir wissen nicht sehr viel über ihre Kultur, außer dass sie sich in einem Krieg selbst zerstört zu haben scheint. Vielleicht erfahren wir heute etwas mehr. Wir sind gerade dabei, in eine innere Kammer vorzustoßen. Vielleicht ist es ja sogar das Domizil des Dorfschamanen. Ihr könnt uns unter Umständen behilflich sein. Wir müssen die Grabung nur für eine kurze Zeit absichern. Allein eure Anwesenheit schreckt andere vielleicht schon davor, ab uns anzugreifen. Obwohl ich nicht weiß, wer oder was hinter unserem Pech steckt. Kleine Sabotageakte und Entführungen scheinen denen ziemlich Spaß zu machen. Obwohl ich nicht ausschließe, dass einige der Vermissten einfach nur aus Angst abgehauen sind. Es wurde bisher nichts gestohlen, was für Räuber schon merkwürdig ist. Aber wer oder was sollte es sonst sein? Helft ihr uns? Was springt für uns dabei raus? Wissen ist ja schön und gut, aber wir müssen auch von was leben. Wir haben kaum etwas, was wir euch geben könnten. Sind 50 Goldmünzen genug? Das ist alles, was wir noch haben. Nachdem wir unser Lager dreimal wieder auffüllen mussten. Verdammte Saboteure. Räuber ansehen heißt, reicht vielleicht schon aus, um unsere geheimnisvollen Angreifer abzuhalten. Wir hätten einverstanden, es wäre nur für eine kurze Zeit. Keine schlechte Bezahlung dafür, dass wir wahrscheinlich nichts tun müssen. Fahrt mit eurer Arbeit fort, wir halten derweil Wache. Wir sind euch dankbar. Jetzt haben wir eine Chance, den aufregendsten Tag unserer Grabung abzuschließen. Wir werden heute in einen völlig neuen Raum vorstoßen, möglicherweise das Quartier eines Schamanen oder Häuptlings. Darin können sich unzählige Relikte befinden. Ihr könnt euch frei bewegen. Eure Anwesenheit wird den Männern sicherlich Vertrauen geben. Habt ihr etwas gesagt? Hey, hallo, könnt ihr mal für einen Moment miteinander reden, ohne dass uns jemand zuhört? Erstens, ich heiße Galo. Zweitens, wir haben nie ein solches Gespräch geführt. Ich bin der Partner dieses alten Charleston, mit dem ihr zu tun hattet. Wobei ich aber nicht übermäßig an den nicht so gewinnerträchtigen Aspekten der ganzen Sachen interessiert bin. Der Alte scheint zu denken, wir sollten alle unsere Fundstücke in ein Museum spenden. Ich bin da ein bisschen praktisch veranlagt. Ich denke schon, dass es Leute gibt, für die für den magischen Schatz, den wir gerade eben gutes Geld zahlen würden. Und wenn die darauf erpicht sind, warum sollten wir uns ihnen dann in den Weg stellen? Wie wär's, wenn ihr mir das Ding holt, damit ich den alten Nipp aus meiner kleinen Rechnung streichen kann? Damit klingt das einverstanden. Wenn wir Charleston angreifen, müssen wir viele der Arbeiter töten. Das gibt ein regelrechtes Blutbad und damit will ich es nicht zu tun haben. Ein magischer Schatz? Ich dachte, niemand wüsste, was hier versteckt liegt. Warum seid ihr so sicher, dass das so viel wert ist? Das ist ein blutiger Gefallen, um den ihr uns da bittet. Wie würden wir für ein solches Risiko entlohnt werden? Für blutige Kämpfe sind wir immer zu haben. Heute Abend schon werden sie tot sein. Fragen wir erstmal ganz skeptisch, woher weiß er, was das Ding wert ist. Der alte Nipp würde es ja nie zugeben, aber das liegt vor allem daran, dass er Unglück von der Grabung fernhalten möchte. Nach dem, was ich aus den alten Schriften entziffern konnte, enthält der letzte Raum die Platte. Die Belohnung beschert und Natur und Gott Nahrung bringt. Die Platte, die Belohnung beschert und Gott Nahrung bringt. Da muss man kein Genie sein, um zu erkennen, was das heißen soll.
Ganz offensichtlich ist das Ding da das da unter all dem Dreck und Schutt liegt, verzaubert, dass es Belohnung beschert. Ob nun durch eine bessere Ernte oder gute Jagdbeute ist mir egal. In jedem Fall dürfte ein Objekt dieses Alters und mit dieser Verzauberung einen hübschen Preis einbringen. Worauf mich auch sorgen wird, ihr könnt dabei sein, wenn ihr wollt. Das ist eine ziemlich dürftige Beschreibung, die ihr da abgebt. Ich denke doch, dass verschiedene Gottheiten verschiedene Arten von Gaben einfordern. Wisst ihr, ob diese alte Gottheit Gaben fordert, die wir als wertvoll betrachten würden? Also ja, die beiden Antworten haben wir gerade eben schon gehabt. Nehmen wir mal die drei. Es ist mir egal, ob die Willen, die hier lebten, Hühner angebetet haben und die Platte Futter hervorbringen. Es spielt keine Rolle, dagegen spielt der Umstand, dass wir möglicherweise einen Gegenstand in der Hand halten werden, der mit einem Gott verbunden ist, der in den Zeitläufen in Vergessenheit geraten ist, sehr wohl eine Rolle. Auch wenn die früheren Verzauberungen vielleicht gar nicht mehr wirksam sind, werden Historiker oder Sammler durch doch exorbitante Preise zu zahlen bereit sein, wenn ihr nur ein Stück vom Kuchen abhaben wollt oder nicht. Das ist ein blutiger Gefangen, den ihr uns da bittet. Wie würden wir für ein solches Risiko entlohnt werden? Wie wär's mit einer Summe von 900 Goldmünzen? Würde das Gefallen kein schlechter Preis für die Köpfe eines alten Mannes und seine dreckigen, spanschwingenden Tagelöhner? Was sagt ihr dazu? Wir sind neutral böse. Wir tun alles aus Eigennutz. 900 Gold klingt zwar nicht schlecht, aber ich glaube, selbst ein neutral böser Charakter, vor allem ein Barde mit etwas Vernunft im Kopf, würde für 900 Goldstücke kein Mörder werden. Mörder sind eher chaotisch böse und so spiele ich eigentlich nicht. Ja, wenn wir Charleston töten, müssen wir auch seine Arbeiter töten. Und mit einem regelrechten Blutbad wollen wir nichts zu tun haben. Verdammt, ihr seid genauso vorsichtig wie der Alte. Nun, denn ich werde andere Mittel finden, ein gerütteltes Maß Gewinn aus diesem Fiasko zu ziehen. Ihr macht euch besser wieder auf den Weg. Ja. Ja? Geschafft, wir sind dabei, den letzten verbleibenden Raum zu betreten. Das ist das zum Ziel des Schamans, ganz sicher. Jetzt bekommen wir endlich genaue Informationen darüber, wer diese Leute waren und wie sie gelebt haben. Und ja, wenn wir uns mit einem komischen Gott anlegen, das würde auch nichts werden. Oh, interessant rausgezoomt. Herr Wolf, wir betreten gerade in den letzten Raum. Das ist sicherlich das Domizil des Schamanen. Jetzt werden wir endlich richtige Auskünfte darüber erhalten, wie diese Leute wirklich waren. Hey Chef, ich fühle mich nicht so gut. Die Luft hier ist so verbraucht. Wir sind vermutlich die ersten Leute seit 5000 Jahren, die diesen Raum betreten. Selbst die Götter von Nessarim waren damals noch jung. Es ist so kalt hier drin. Ich fühle mich so seltsam. Ich höre eine Stimme in meinem Kopf. Ich höre eine Stimme wie aus dem Grab. Seine Nuscheln spricht lauter und... Führe meine Hände. Ah. Du, ich sehe, was du bist. Dein Tod bringt mir Macht. Dein Blut wird die Stimme beruhigen. Blut, Blut, Blut. Cosa a pleta castocla cosa. Oh. Alles wegen des lieben Geldes. Ihr braucht nur zu fragen. Ich glaube, ich kann erklären, welcher Wahnsinn meine Leute geritten hat. Sie schienen in einer alten Sprache zu reden, aber ich habe das Wort Kosa erkannt. Das ist der Name einer altertümlichen Macht, der Name des Gottes des Chaos. Der Stand, der hier gelebt hat, muss zu den Anhängern von Kosa und der Zerstörung gehört haben, die er mit sich brachte. Der Auslöser dieses ganzen Blutvergießens muss das Artefakt gewesen sein, das in diesem Steinsarkophag liegt. Auf diesem Artefakt liegt ganz sicher ein unglaublicher Fluch. Bitte sorgt dafür, dass es an seinem angestammten Platz bleibt. Wir werden den Eingang versperren, es darf nie wieder ins Tageslicht gelangen. Es ist wirklich schade, ich wollte ein bisschen Licht in das Leben eines lange verschollenen Volkes bringen. Seht, was ich angerichtet habe. Einige Dinge sollte man doch besser den ewigen Frieden gewähren. Hier ist euer Lohn für die Zeit, die ihr verbracht habt.
Ich benötige eure Dienste nicht mehr. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Ja, was passiert, wenn ich jetzt das Ding trotzdem rausnehme? Dummdi-dumm. Ich glaube, dann kommt draußen irgendein Geist und will mich töten. Also ja, wir haben jetzt einen Ruf von 13. Das heißt, wir können auch demnächst mal was machen, was unserem Ruf schadet. Itano Kaokosa, Bakadal Akosa. Rede verständlich, du Ausgebot. Dein Kauderwäscher gibt keinen Sinn. Rede doch, wie du willst. Es läuft aufs Box Glau hinaus. Stirb wieder die natürliche Bestie. Was willst du damit sagen? Sprich, dann werden wir sehen, ob wir dir helfen können. Nehmen wir das Erste. Sollt ihr gar nicht verstehen, nur sterben müsst ihr. Ido befiehlt es so. Eltor an Esso Kosa. Wo, wie ihr wünscht. Okay, der war ja etwas stärker. Was ist es diesmal? Ich bin in Ordnung. Ihr habt bleibt zurück. Nicht näher hauen. Kein Bock zu reden. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich helfen? Komm, nerv jemand anderen. Wo, wie ihr wünscht. Aha. Habe ich noch einen? Ja, ich habe noch einen. Ja? Und das hat Kegin getötet. Okay. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Lassen wir mal das Idol da drin. Wir können ja nach 2 Level-Ups oder so nochmal vorbeischauen. Ihr braucht nur zu fragen. So. So weit rausholen wollte ich nicht. Dann gehen wir jetzt hier mal lang. Ist halt auch geil, dass die Grabungsstätte direkt neben einem Schlachtbett liegt. Diese Hülle ist immer noch durch Tonnen von Stein und Geröll versperrt. Und ja, eigentlich sollten wir das Idol eh liegen lassen, weil das ist ein bisschen gesunder Menschenverstand, ein verfluchtes Idol, was Leute in den Wahnsinn treibt. Ich grüße euch, meine Spielzeuge. Ihr habt mich gefunden, als ich es nicht selbst tun konnte. Bitte geh nicht weit, ich flehe euch an. Dort ist Brage, der gerade ein schlechtes Blutbad angerichtet hat. Ich habe versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, aber es scheint, als hätte eine fremde Seele von ihm Besitz ergriffen. Ich konnte nur noch von seiner gewaltigen Klinge fehlen. Ich bitte euch, wenn ihr nicht den Wahnsinn eines ehemaligen guten Mannes erleben wollt, so lasst ihn in Ruhe und betet dafür, dass der Geist ihn rechtzeitig verlässt. Wer ist dieser Barge, von dem ihr redet? Bevor er von diesem Fluch befallen wurde, war er Hauptmann der Garde in Naschkel. Ich bin seine Cousine Larissa. Um aller Liebes und Blutbandes Willen, befreit ihn von seiner Qual, wenn ihr könnt. Ich hoffe sehr, ihr habt eine Spur aus Brotkrumen ausgestreut, mit deren Hilfe wir den Rückweg finden. Die anderen hier haben dies nicht getan und daher beschlossen zu bleiben. Wollen wir gemeinsam versuchen, den Weg nach Hause ausfindig zu machen? Ich gebe euch ein Rätsel auf. Einstmal kannte ich die Lösung, doch jetzt kann ich mich nicht mehr entsinnen. Hochziehen wir wieder ins Gedächtnis und wir kehren alle ans Tageslicht zurück. Gelingt es euch nicht, müsst ihr mit mir im Dunkeln bleiben und vergessen, wo ihr wegkam. Er hat weder Mund noch Zähne.
Doch nimmt er beständig seine Nahrung zu sich. Er hat keinen Ort, keine Heimat, weder Hände noch Füße, dennoch wandert er überall hin. Er hat weder Land noch Mittel, kein Amt, kein Federkiel, doch ist er immer zum Kampfe bereit. Bei Tag und bei Nacht hört man sein Klagen. Er hat keinen Atem, doch allen erscheint er. Ja, das ist der Tod.